Was sind Drogen? Ja, sehr negativ besetzt. Aber im Grunde genommen sind Drogen getrocknete Kräuter und Gewürze zur Heilwirkung. Deswegen gibt es auch das Wort Drogerie. Dort werden sie bzw. sind immer verkauft worden. Nur leider heutzutage ist das Wort Drogen negativ besetzt durch eben Sucht und Rauschmittel und was auch immer. Nur in einer Brennerei ist es gang und gäbe, Drogen für die Produktion von Spirituosen einzusetzen. Einerseits für Liköre, für Bitter, was auch immer. Andererseits natürlich auch zum Mazerieren in Alkohol und zur Herstellung von Geisten. Ohne Drogen läuft in einer Brennerei überhaupt nichts. Als Amuse-Gueux serviere ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.tv oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.